bin Anita Kronjäger und ich organisiere die Aktion One Billion Rising hier in Münster mit anderen Frauen und Männern. Das ist jetzt das fünfte Mal, dass ich dabei bin und das vierte Mal, dass ich organisiere. Wir sind nicht so viele, die das organisieren, leider. Aber ich arbeite daran, dass es mehr werden. Also ich mache es aus Freude, aber ich hoffe natürlich auch, Menschen zu erreichen. Also dass einfach das Thema sexualisierte Gewalt mehr im Gespräch ist und auch ein Gegenpunkt dazu von uns dargestellt wird in Form von Lebensfreude. Und entstanden ist One Billion Rising 2013, als eine UN-Studie rausbrachte, dass jede dritte Frau auf der Welt Opfer von Gewalt wird in ihrem Leben. Das sind 1 Milliarde Frauen und eine Gruppe in Amerika hat sich überlegt, das muss ein Ende haben und haben diesen Tag, heute praktisch Valentinstag, genommen als We Day. Seitdem gibt es weltweit diese Aktionen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Tanz, steh auf, geh. Tanz, steh auf. Ich sehe unsere wunderschöne Welt, sicher frei von Unterdrückung. Gewalt und Narzissmus. Ich finde es so sehr, sehr wichtig, dagegen, also aufmerksam zu machen und öffentlich zu machen, dass es Gewalt unter Frauen, also gegen Frauen und Mädchen gibt. Und da auch gegen anzugehen und sich immer wieder dafür einzusetzen und auch weiter dafür zu kämpfen. Das mache ich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich heiße Fernande, ich wohne hier in Münster und war auch letztes Jahr schon hier auf der Demo. Es gibt viel Gewalt gegen Frauen und ich das einfach wichtig finde, dass man die Sache unterstützt und dass man sich dafür zusammentut und da auch mal laut wird und sagt, ne, Mädchen, seid mutig.